Ja, Leute, was geht ab? Und willkommen, wir reagieren jetzt auf Nahim Sky. Und zwar erkenne den Frauenarzt. Mhm. Wir waren mal beim Frauenarzt, ne? Oh Mann. Nur die ein, zwei Mal im Leben. Nee, wir waren viel zu selten für unser Alter. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, ja? Let's go. Boom, Freunde. Heute sehr, sehr spannendes Thema. Wir drehen nämlich heute erkenne den Frauenarzt oder erkenne die Frauenärztin. Ich finde das Thema an sich sehr, sehr spannend. Allgemein was über den Beruf zu erfahren. Das ist ja immer so ein kleines Mysterium. Deswegen dachten wir uns, ist vielleicht mal ganz spannend, über den Beruf ein bisschen mehr zu erfahren und allgemein darüber aufzuklären. Super, super spannend. Ich freue mich extrem auf die Folge. Und für die Folge habe ich mir natürlich auch eine Special Jury eingeladen, die mir heute dabei helfen wird, den echten Frauenarzt oder die echte Frauenärztin zu erkennen. Deswegen würde ich sagen, schnappen wir gar nicht was rum, sondern bitten unsere Special Guests einmal bitte rein! Susanne! Ah, Frauenarzt und die Jury besteht aus drei Jungs. Das kann ja mal interessant werden. Susanne, haut das raus, Leute. Oh mein Gott! Ey, ich zittere. Special Guests. Frankie, wie geht's dir? Susanne, ich zittere. Geht's alles gut? Ey, nein, ich will einen Partnerlook. Servus. Ja, Mann. Also ein bisschen Partnerlook. Wir haben uns abgesprochen. Hey, eigentlich null, wollte ich gerade sagen. Hä? Der hat so beige an, so ein Hemd, was hast du? Ich hab auch beige braun. Ach, das ist beige? Ja, aber so sieht so weiß aus. Wir haben uns auf Insta abgesprochen. Das ist wirklich die gleiche Farbe. Was ziehst du an? Ich so beige. Also ja, okay, ich hab da so ein Komplett-Ding. So, okay. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Seid ihr gut drauf? Ja, richtig gut. Voll warm, ne? Heute? Absolut, ja, sehr gut. Ja, wir haben heute was sehr Besonderes. Nämlich erkenne den Frauenarzt, schrägstrich Frauenärztin. Wir haben ja schon mal gedreht, erkenne den Arzt. Das kam richtig gut an. Mhm. Deswegen dachten wir uns, machen wir heute so eine kleine Abwandlung. Finde ich voll spannend, das Thema, oder? Absolut, ja. Total. Ich glaube auch, dass das total schwer werden wird, weil das ja wahrscheinlich wie bei diesen Juristenfolgen, also brauchst du welche vom Fach, vielleicht Studenten oder so. Ja. Ist, glaube ich, schwierig zu knacken. Also. Ist auch sehr schwierig, deswegen. Aber wir haben ja die ultimativen Experten heute ja, hier. Absolut, Experten, genau. Ja, ja. Ja, mit, vor allem mit Frankie. Der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Also ich bin auf jeden Fall der Arzt. Das Ding ist, bei Erkenne den Arzt hatten wir jetzt auch keine Experten in der Jury und wir lagen trotzdem richtig. Ich will auch allgemein so ein bisschen mehr über den Job erfahren. Period. Aber soll ich was sagen? Ich weiß nicht, warum die Leute immer so Experten in der Jury haben wollen. Ja. Es ist YouTube. Es ist nicht ProSieben oder so. Es ist YouTube. Das ist immer, also ich finde, YouTube ist immer noch so ein bisschen Straße. Ja. Und dieses Authentische, das nicht perfekt läuft, das nicht Experten haben, so, das ist doch geil. Ja, oder so loste Fragen, weißt du, so irgendwas Witziges oder ja. So. Ich denk, wenn dann nur Spezialisten kommen. Ja, genau, so, dann bockt es nicht. So, weißt du, nur noch Experten so, hey, ja, dann natürlich findet ihr den. Sehr spannend. Wir verlassen uns auf die beiden. Ja, auf Mutter und Sohn. Ich verlasse mich auf dich. Dein Wort hat heute gewonnen. Ich mach mein Bestes. Okay, dann würde ich sagen, schnapp mal gar nicht was rum, sondern bitten unsere Teilnehmer. Einmal bitte rein! Einmal bitte rein! Ausgeglichen. Zwei Jungs, zwei Mädels haben wir da. Also, ganz ehrlich, die Blonde sieht schon richtig aus wie eine Ärztin, oder? Vom Erscheinungsbild. Ja. Ey, weißt du, was ich mich gerade frage? Männer, die Urologe werden, lernen die dann nur so über den Mann, bei Urologe, oder auch ein bisschen über Frau? Also haben die so ein bisschen beides? Bei Frauen, das kannst du ja auch fragen. Nee, ich glaube nicht. Oder? Oder lernen die nur über die Männer, die Urologen? Weil sonst könnte ja sein, dass die Männer vielleicht Urologen sind und keine Gynäkologen, aber die wissen viel über die Frau, weil sie Urologen sind. Ich glaube, der links kennt sich nicht so wirklich aus, so vom Bauchgefühl. Ich glaube, die zweite ist Motherfucker. Der dritte arbeitet in der Pflege. Und die vierte, Bruder, da, ich muss die Reden hören. Da bin ich mir noch unsicher. Ich sag auch, es ist einer der Frauen. Okay. So, also ich finde, erster Eindruck, zweite von links. Merkt euch das safe. Nein, ich würde sagen rechts. Ja? Ja. Ich und Nahim haben immer dasselbe Gefühl. Zweite von links, safe. Die für direkt von, Tutti, wenn du das, also jetzt mal Retalk, gell? Chat, Bruder. Letztes Mal, das war dick cringe, die übertreiben direkt. Ja, ich weiß. In der letzten Reaction auf Arthur, alle schreiben hin so, Horner Crush auf Arthur. Ich, und ich like so alles, das war ich so. Ja, aber auch bei Nahim. Ich sag zum Beispiel bei Nahim letztens, oh Nahim, so ein Süßer, alle so, oh mein Gott, Horner verliebt ihn nicht so, hey, chill doch mal, Leute. Ich sag Frau. Die also beiden, eine von den beiden die Frauen. Die beiden, ja? Ja, die beiden Frauen. Zweite von rechts kann ich mir echt nicht vorstellen. Vielleicht Student und links genauso. Ja, das, was ich dachte als Kandidat, weil ansonsten, wenn du nichts mit Medizin zu tun hast, das denkst du halt einfach. Das wäre krass. Ich gehe auch aufs Gymnasium, aber ich gehe jetzt einfach mal als Frauenarzt dahin, weil das ist ja. Das ist schon sportlich. Das hatten wir schon. Ja, auch bei Erkenne den Arzt. Ja, ich bin mal gespannt. Da waren Leute, die hatten damit gar nichts zu tun, aber das hast du halt auch direkt gemerkt. Ne? Ja, ja, ja.
Ja, eine von den beiden Damen, würde ich sagen, ist unsere Hauptkandidatin. Davon spreche ich jetzt schon. Ja, das ist schwierig. Ich habe nicht das Gefühl, dass, also wir werden es gleich bei der Befragung sehen, aber ich glaube nicht, dass alle gar keine Ahnung haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass alle irgendwie in dem Bereich was zu tun haben. Aus deinem Team, Edgard, ist doch auch in diesem Bereich da. So ein bisschen. Und das heißt, selbst wenn man jetzt kein Arzt ist, kann man ja gewisse Sachen zu dem Thema, Fachbegriffe etc. alles beantworten. Was sagst du denn, Frankie? Der Student kann sein. Student und kann sein. Was tut die Leute? Wer tut kann die, sein? Wer tut die nicht zuhört, so kann sein Student, kann auch sein Student, kann auch sein Student. Okay, dann kannst du dich einmal vorstellen, bitte. Ja, ich bin Frauenärztin. Ich habe 12 Semester studiert in Oldenburg an der KHL von Ossetzky Universität. Und ja, jetzt habe ich meine Praxis eröffnet in Braunschweig und ja, mein Ziel ist einfach irgendwann ins Ausland zu gehen. Ich habe jüngere Leute, weil ich früher getanzt habe, kommen halt auch jüngere Mädchen zu mir, die dann auch Vertrauen gewinnen, weil ich war früher in Berlin unterwegs, habe ein bisschen getanzt und dadurch schöpfe ich halt Vertrauen in die jüngere Generation und ja, es macht mir Spaß. Die ist es nicht. Nur als sie gesagt hat, ich habe 12 Semester studiert, die hat geguckt, wie viele Semester hat das Medizinstudium und so und dann ja, 12 und so. Aber ich schwöre, die wenigsten Horner studieren Medizin in der Regel. In der Regelzeit, ja natürlich. Aber ich muss sagen, sie wirkt sehr selbstbewusst. Sie wirkt so locker, kennst du zum Beispiel, wenn du über deinen Beruf reden musst und du denkst dir so, ich musste schon so oft darüber reden, dann ist es so einstudiert, dieses, ja, bla bla bla. Also es ist jetzt nicht so, ich bin Frauenärztin, sondern sie ist so voll gechillt, nein, weil die musste das schon so oft sagen. Die sieht wirklich aus wie so eine Tänzerin. Ja, wirklich, diese wie so eine Tanzlehrerin. Genau, wie so eine Tanzkurslehrerin. Ja, genau. Cha, 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 cha. Hop, hop. Aber Hip-Hop. Achso, okay. So, bam, 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 bam. Ja, genau. Mit Bass und so. Ja, ja, ja. Ich werde 40. Was? Wow. Oha. Alter. Welches Blut von Kindern trinkt die? 15.12.84, ja. Ich hab 4 Kinder. Ich hab 4 Kinder. Die Schütze. Mein Sohn sitzt da. Ich hab 3 Jungs. Ich hab 3 Jungs und ein Mädchen. Digga, was? Nice Jokes. Sie ist 34. Sogar 30. 32. Ja, ja. Bro, ich dachte jetzt so 27. Ja, ja, ich auch. Ich hatte so 28. Aber gedacht, ganz kurz, nichts gegen ihren Slang. Wir haben alle unseren Slang. Aber ich habe noch nie eine Frauenärztin getroffen, die erstens sich so stottert wie ich und zweitens die so redet wie sie. Weil ich dachte, ja, ich hab da einen Sohn. Ja, mein Sohn. Ja. Stell dir vor, du bist beim Frauenarzt. Du bist gerade so ein Ding. Macht so, ich nehme mir jetzt eine Probe. Ja, weiter vor. Du hast Ding aus der, das Frankfurt aus der gemacht. Ich übertreibe gerade den Slang, damit die Leute checken, ja, was ich meine. Aber ich muss sagen, ich verstehe, was du meinst, aber heutzutage, Tutti, es gibt Fälle. Guck dir Susanne an, Tutti. Susanne, ich hätte niemals gedacht, dass es so eine coole Richterin gibt. Susanne, Bruder OG. Susanne ist eine von einer Million. Ja. Vor, die sagt dir, dass du schwanger bist. Machst du schwanger? Ja. Tanzen hält fit. Und ich arbeite viel mit Kindern. Also ich komme aus Braunschweig, bin mit Schröder und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das was sage, Basketball. Wir machen viele, damit die Kinder weg von iPads und diesen ganzen Social Media wegkommen. Ich mache selber auch leider Social Media, aber das ist marketingtechnisch, weil ich noch zusätzlich ein Brand mache. Weißt du, was mein Gefühl ist? Ja, das ist die nicht. Das ist die nicht. Bruder, sie hat ihre Schale. Sie hat in der Vorstellung gar nicht über Frauenarzt geredet. Ich weiß, dass sie eine Brand hat und dass sie tanzt. Und das in der Kombi wird sie am Ende auch sagen, check mein Brand ab, check meine Schule genau. ab und so. So für Reichweite. Ja, genau. Oh, komm. Ja. Raus! Dass sie vielleicht eine Tänzerin ist. Weil er hat mehr über Tanzen geredet als... Ja. Danke. Schwöre. Deswegen am Anfang dachte ich, safe nicht. Guck, die wird nervös. Die macht so. Ja. Scheiße. Aber wenn jetzt wirklich... Also legit 40 ist, dann könnte ich mir das echt gut vorstellen. Ja. Auch gerade mit TikTok, dass ihr vielleicht über TikTok Infovideos macht, über gewisse Themen, weißt du? Ja, aber stimmt. Er hat recht irgendwie so. Sie hat wenig über den Beruf gerade so bei der Vorstellung gesagt, halt über Tanzen mehr so und also spannend, klar. Sie ist zwar 40, aber wir wissen nicht, wie alt die andere ist. Wir machen sie ist Alter kann ja auch komplett gelogen sein. Wollte ich gerade sagen, bestimmt mussten irgendwie deren Alter erlügen, weil sonst klappt es, also sonst kommt es nicht hin mit dem ganzen Studiengang und so. Eben. Weißt du, und auch der Erfahrung. Ja, 40 ist schon gut gelogen. Wer wird denn Frauenarzt, ist jetzt richtig jung, ich weiß nicht, wann man Arzt wird, sagen wir mit 28 oder so oder 30, bist jetzt Frauenarzt, dann gehst du ja nicht direkt zu Nine Sky, weil what the fuck, Bruder, du hast gar keinerlei Erfahrung gemacht, so wirkliche Erfahrung Eben. In einer Praxis. Also so 35, 40 ist schon gut. Ja. Ich kann meinen Ausweis zeigen. Ich kann also meinen Ausweis zeigen. Sie hat sofort das, also wenn du lügst, dann hast du ja nicht irgendwie... Ja, vor allem würde man dann auch nicht 40 sagen. Nee, ne? Nee.
Dann dankt dir dann der Nächste erstmal. Was für den Stuhl? So, hi, ich bin der Leon, ich bin 28 Jahre alt. Ich arbeite jetzt 3 Jahre lang in der Gynäkologie in einem Krankenhaus. Habe im Prinzip relativ zügig mein Studium abgeschlossen. Also ich der ist so traurig darüber, der macht so, ich arbeite jetzt seit 3 Jahren in der Gynäkologie. Warum weint der fast dabei? Aber das macht doch keinen Sinn, er ist 28. Sagen wir mal, er hat mit 18 direkt angefangen zu studieren, okay? Und er hat das Medizinstudium auch in 12 Semestern gemacht, also 6 Jahre. Das heißt, mit 24 ist er fertig geworden. Aber nee, ist unwahrscheinlich. Es geht gerade auf. Aber Moment, du bist ja nicht direkt danach. Du musst ja erstmal deine Fachausbildung machen. Also in welche Richtung gehst du? Gehst du Chirurgie, gehst du Dermatologie und Gynäkologie? Verstehst du? Das dauert auch nochmal 3 Jahre oder so. Ja. Und er ist 28. Die meisten sind erst mit 28 mit dem Medizinstudium fertig. Aber er hätte sein Alter ja auch erlügen können. Ich glaube nicht, dass er am Alter liegt. Nee, ich glaube nicht, dass er am Alter liegt. Bin ich mit meinem Abi fertig geworden. Das Abi war nicht gut genug, um direkt in Deutschland anzufangen. Bin dann nach Polen gegangen. Hab da 6 Jahre in meinem Breslau studiert. Und bin im Endeffekt in meinem praktischen Jahr wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und eigentlich wollte ich Gynäkologie gar nicht so wirklich machen. Bin dann da reingekommen und mir hat das Team halt super gut gefallen. Wir haben uns auch ein bisschen spezialisiert im Bereich der Gynäko-Onkologie. Das ist halt alles, was mit Krebs zu tun hat für den gynäkologischen Bereich. Und das hat mich halt super geflasht. Ich fand das Team super cool und bin dann da tatsächlich geblieben. Ich bin jetzt bei meinem 3. Jahr. Ja, und bilde mich jetzt im Prinzip weiter. Ich mache jetzt meinen Facharzt für Gynäko-Onkologie. Nee, die ersten 2 hauen mich nicht um, Leute. Da bin ich mir sehr sicher. Er sagt, er macht jetzt seinen Facharzt. Ja. Das haut wiederum hin. Ja, aber das bin mir sehr sicher. Aber dann ist er doch, er ist doch noch kein Gynäkologe. Der arbeitet im Krankenhaus, in der Pflege, irgendwo dort. Der ist auf jeden Fall in so einem Bereich, aber der ist... Hä, aber dann ist man doch noch kein Gynäkologe, wenn er noch in seiner Facharztausbildung ist, Facharztausbildung. Wie alt bist du nochmal? Ich bin 28. Wann hast denn du dein Studium abgeschlossen? Mein Studium habe ich mitten in der Corona-Zeit, also das war 2021. Dann warst du 25 oder je nachdem? Ja, ja. 25, boah, das heißt, du hast mit 18 Abi gemacht, 25, 7 Jahre studiert. Medizin. Wie ist denn dein Werdegang? 6 Jahre. 6 Jahre sind es. 12 Semester. Ganz normal Medizin. Ja. Genau. Und dann? Nach dem Medizin? Ey, ganz kurz. Ja. Du hast eine Chance zu reden, ja? Die Frau redet einfach mit. Das macht wieder keinen Sinn. Er sagt, er ist mit 25 fertig gewesen und er hat 12 Semester gebraucht. Das heißt, 25 minus 6 sind 19. Mit 19 hat er angefangen zu studieren. Aber er hat gesagt, sein Abi war zu schlecht. Dann ist er nach Polen gegangen. Das dauert alles. Er ist nach Polen gegangen, wenn er zurückkommt. Wenn sein Abi zu schlecht ist, dann gibt es so einen Test, so einen Medizinertest. Und wenn du den bestehst, dann geht dein Abischnitt so ein bisschen weiter nach unten. Weißt du, was ich meine? Ja. Das dauert alles. Also der wird besser. So ein paar Jahre, so 1, 2, 3 Jahre. Mhm. Der ist niemals mit 19 direkt ins Medizinstudium. Das haut nicht hin. Nach dem Medizinstudium, ich hatte mein praktisches Jahr innerhalb des Studiums. Das ist in Polen ein bisschen anders, weil das nach dem Bachelor-Master-Prinzip läuft. Bin ich dann wieder zurückgekommen, habe dann im praktischen Jahr, weil das ist mit der Bürokratie zwischen Polen und Deutschland ein bisschen dramatisch, deswegen musste man das praktische Jahr eben in Deutschland machen. Bin dann an eine deutsche Klinik gekommen, habe dann da mein praktisches Jahr eben absolviert, habe dann dort auch direkt angefragt, ob ich nach dem Studium dort direkt anfangen kann. Ohne dass ich sage, ob es richtig oder falsch ist oder dass du zu viel für die anderen 2 Kandidaten verrätst, nach dem eigentlichen Medizinstudium, wie groß ist die Zeitspanne, die du noch draufhängen musst, um Gynäkologe zu werden? Warte, was? Also du meinst jetzt den Facharzt Gynäkologie? 9 Monate. Zum Beispiel, ja. Ich hätte jetzt mit 3 Jahren gerechnet tatsächlich, vor allem wenn du in den Bereich der Chirurgie gehst. Und im Endeffekt, ja. Okay, danke dir erstmal, dann die nächste bitte. Ich bin Ella, ich bin 47, ich bin seit 20 Jahren Gynäkologin. Was ist heute los, Alter? Digga, wie 47? Ich meinte vorhin. Ich weiß, warum sehen die alle so jung aus? Hä? Sieht wirklich jünger aus. Sieht auch nicht aus wie 47. Ja. Sieht aus wie 39. Ja, so Anfang 40. Ja, genau. So 40. Stell dir mal vor, die ist älter. Das ist der Sohn von ihr. So, das ist die Schwester von ihr. Die sind beide 32 oder so. Keine Ahnung. So ein bisschen zu meinem Werdegang. Ich habe in Bochum studiert. 2004 fertig geworden, ja. Und habe meine Facharztausbildung in mehreren Krankenhäusern auch abgeschlossen. Oberärztin gewesen, 9 Jahre lang. Inkontinent. Easy, das ist die. Easy. Zentrum geführt, Brustzentrum mitgemacht und dann seit dreieinhalb Jahren bin ich selbstständig in meiner Praxis. Hab noch einen angestellten Arzt und... Wollen wir noch diskutieren oder? Ich weiß nicht. Diskutieren wir nicht. Die Leute sagen, ja, aber Tritte sieht ja auch nicht aus wie 81. Du bist doch 81 knackige, ne? Sie ist auch nicht. Naja, könnte man schon doch die ersten Falten kommen. Das ist eine Laufbahn, ja. Das hört sich auch sehr, sehr flüssig, sehr, sehr selbstbewusst an schon mal, ne? Ja, ich würde sagen, wenn ihr erstmal keine
Fragen habt? Jetzt hast du eine eigene Praxis seit 3 Jahren dann quasi. 3,5, ja. Aber was solltest du mit denn? Dreieinhalb? Ich schwöre dir, er ist 17 oder so. Ein halbes Jahr. Wenn du jetzt sagst, du bist 17, dann stimmt irgendwas hier nicht mit dem Alter. Ja, das ist schon krass. Also ich glaube, der ist ein bisschen so 25. Das würde dann auch passen so. Lass mal mit dir weitermachen. Hi, ich bin Jonathan, bin 27 Jahre alt. Und zwar bin ich allgemein auf den Beruf draufgekommen. Mein Vater ist Kieferorthopäde, mein älterer Bruder ist Zahnarzt. Wir sind ein komplettes Ärztehaus, alle sind im Krankenhaus tätig. Mein Vater ist selbstständig. Wo ist denn das? In Bremen. Ich komme selber aus Bremen. Ich habe damals in Potsdam studiert. Der Bruder weiß selber, Alter, die Konkurrenz, ich passe hier gar nicht rein. Der hat schon nur die ersten zwei Sätze, hat der 5 Artikelfehler. Bruder, du bist kein Arzt. Du gehörst zu uns. Aber ja, du gehörst eher hier, Bruder. Setz dich in die Mitte, mach Reaction mit uns. So viele Sprachfehler, wie wir haben. 12 Semester hat das gedauert. Damals war wann? Alle in Regelstudienzeit studiert, perfekt. 4,5 Monaten ist das jetzt her, dass ich angestellt bin. Ich bin frisch fertig geworden. Du bist jetzt angestellter Frauenarzt. Genau. Und im Krankenhaus oder bist du in so einer Praxis tätig? In der ganz normalen Praxis. Du hattest jetzt vorhin so gesagt, ja, mein Vater ist eher so Kieferchirurg, Zahnarzt. Und hast gesagt, ja, da bist du drauf gekommen. Wie bist du denn auf Gynäkologie gekommen? Also dann würde ich jetzt denken, dann vielleicht auch eher am oberen Teil des Körpers und nicht... Nee, das kommt davon, und zwar wir sind eher eine große Familie und viele Frauen hatten immer Probleme bei uns in der Familie und halt viele Cousinen sind auch gestorben, deswegen die ganze Interesse hat bei mir geweckt, danach habe ich mir das Ganze angeschaut. Und Kieferorthopäde habe ich immer damals, bei Kids Day gab es noch damals, ist noch lange Zeit her, es war damals 2009, war ich halt mal in der Praxis, habe mal zugeschaut, dann Praktikas gemacht, auch beim Zahnarzt. Wenn jetzt Beispiel jetzt eine Frau kommt, wie fängst du an? Wann hat er die Praktikas gemacht? Das würde mich mal interessieren. Wie können die das alle in Regelstudienzeit machen? Die stellen Medizin gerade so da, Bro, als wäre das Kindergarten. Voll. Was ist 1x1? Was ist, wenn du Rot und Blau Milchweltfarbe kommt raus? Das ist einfach Medizin, so wird das gerade beschrieben, Leute. Das kommt aus. Ist halt unterschiedlich. Rot und Blau? Das kann ich nicht. Das konnte ich, weiß nicht, das konnte ich nie. Das konnte ich immer. Rot und Blau. Orange? Lila! So. Oh Mann, Tutti! Orange. Natürlich möchten die meisten Frauen immer natürlich einen Frauenarzt haben. Ich habe diese Farbpalette nie verstanden. Bei den Muslimen ist das so, dass ich da nicht mal ansatzweise rankomme. Das macht immer unsere Doktor. Aber sonst gehe ich das Ganze mal angenehm an. Entspricht auch, viele haben immer sehr viel Angst vor dem Stuhl, vor allem 16, 15-jährige Mädels. Und wenn die dann halt einen Mann als Arzt sehen, ist schon ganz komisch. Am Anfang, ich bin noch nicht lange gelehrt, am Anfang war das Ganze schwer, aber mittlerweile kriege ich das halt hin. Ich versuche erstmal den Gespräch ganz mal aufzubauen und trete erstmal halt um die ganze Welt über mit denen. Das heißt, Frauen wollen in der Regel mehr eine Ärztin, oder? Genau. Okay. Aber nochmal seine Frage. Das stimmt gar nicht. Ich gerade sagen, nicht so unbedingt. Ich glaube, das ist, was Männer denken, die selber nicht Arzt sind, weißt du? Ich glaube, das hat was mit dem Alter zu tun. Ja. Also zum Beispiel, unsere Mutter hat immer gesagt, dass unsere Mutter hat 4 Kinder. Also die war so oft schon beim Frauenarzt, 4 Schwangerschaften. Ja, vor allem am Anfang, da suchst du dir einen guten aus, genau, für deine Kinder. Und sie war dann die ganze Zeit immer bei diesem einen Top-Frauenarzt und sie hat zu mir immer gesagt, als ich mal zum Frauenarzt musste, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass Frauenärzte, also Männer, viel, viel besser sind als die Frauen, weil die Männer vorsichtiger sind. Da war ich auch beim Frauenarzt, beim Mann, aber ich war jünger und ich habe mich so unwohl gefühlt, dass ich es abbrechen musste. Der gesagt, du musst in den Untersuchungsraum, da habe ich gesagt, ich will nicht mehr. Ich bin gegangen. Laberkeil! Ja, dann bin ich gedacht, oh mein Gott, ich weine gleich immer, das habe ich nicht getraut. Ich bin dann zu einer Frau. Das ist jetzt eine andere Sache. Tut dir dazu weinen. Digga, das war für mich, also wirklich, ist so ein Albtraum. Nein, du bist dran. Nein, das ist gerade so dieses Unangenehme, ich weiß. Einmal musste ich auch so vor Lachen, so ein bisschen kamen mir die Tränen, Leute denken, ich weine, aber das ist, wenn einem so unangenehm ist, dann kommen so Tränen in die Augen. Ja, also, das war für mich wirklich ein Albtraum, also daran zu denken, dass ich gleich mit dem in einen Raum muss. Und halt, der mich so untersucht. Hat dich verletzt. Deswegen bin ich nach vorne gegangen und habe gesagt, ich will das doch nicht mehr und so, ich gehe jetzt. Dann bin ich gegangen. Ich fühle mich bei Frauen, also wenn es um was anderes geht, dann sage ich, okay, Männer sind genauso gut wie die Frauen und so. Und der ist wahrscheinlich auch gut gewesen, der Mann. Ja. Aber es war einfach nur so darum, das sind halt Untersuchungen und das ist jetzt nicht am Arm oder so und das war mir halt unangenehm. Ist verständlich. Ja, genau. Und deswegen bei Frauen ist eher so, du bist, was geht, Süße? Kann ich einen Tee haben? Ja, das denkt man. Aber Frauen können auch sehr streng sein, muss man sagen. Das ist so seine Frage nochmal. Also wie fängst du oder wie beendest du das Gespräch oder wie leitest du dann das Gespräch über von, ich rede von A bis Z über alles Mögliche.
hin, dass das Mädchen zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein jüngeres Mädchen vielleicht, sich dann zu diesem Stuhl begibt. Wie sagst du das dann? Also am Anfang ist das halt so, dass ich mit denen ganz normal ein Gespräch aufbaue, entspricht meistens immer über Sport oder Schule. Ist das Thema, wo man ganz leicht reinkommt und dass man halt eine freundschaftliche Bindung aufbaut. Und dann gehe ich das Ganze Step by Step durch. Ja, aber davor hat er ja gesagt, dass der nicht so viel mit Frauen zu tun hat, weil wegen Religion und so Sachen. Deswegen. Nee, bei Muslimen ist das so, dass ich nicht mal in Frage komme, dass ich da reingehe. Das macht immer Frau Dr. Goltz dann. Das ist so religiös, so, das ist ja ausnahmslos halt. Genau. Aber wie sagst du den konkreten Satz jetzt? Also jetzt geht's vom Gespräch über zu diesem berühmten Stuhl. Was sagst du da? Ja, ist ja so, dass man dann halt zum Beispiel, viele bekommen ja auch Entzündungen bei der Scheide. Und bei den jüngeren Mädels passiert das öfters schon mal. Nee, konkrete Frage jetzt. Also sagst du dann halt so, ja, so, jetzt haben wir hier was. Der hat keine Ahnung. Er sagt auch, ja, bei muslimischen Frauen geht's direkt an die Frau, also an die Frauenärztin und sowas. Ich glaube, das ist wirklich so alles, was er denkt. Über das Wetter gesprochen, so jetzt mal unten rum. Nein. Der, ja, und er sagt doch bei der Scheide. Was wollte ich gerade sagen? Man sagt doch Vagina-Impf. Also nein, das heißt nicht bei der Scheide. Sagst doch nicht, die hat Entzündungen bei der Scheide. Ja. Sondern auf der Scheide oder so sagst du. Oder an der Scheide. Man sagt nicht mal Scheide. Man sagt erstens, ich glaube, man sagt Vagina. Doch, das hat die andere Frauenärztin bei Tomatolix auch die ganze Zeit gesagt. Ey, komm, scheiße, mal auf Scheiß drauf, komm. Oder was machst du jetzt? Also jetzt mal, um das so krass zu sagen, wie leitest du das über? Ich schieb dich mal in die Mitte und dann ja, wie leitest du das über? Nein, ich finde das gar nicht witzig. Ich schieb dich mal in die Mitte und dann... Ey, warte, nein, muss noch ein Arm genommen werden. Immer wenn alle lachen, ist der immer so... Was los? Leitest du das über? Also ich dachte jetzt... Das ich muss baue man ja natürlich... Also ich kann das euch ganz alles erzählen, wie ich das mache. Können wir sonst auch hier so eine Rollennummer spielen, dass jemand zum Beispiel... Mit dir, geh du mal. Was? Du bist doch immer unser, Rollenspiel. Ich bin mal gespannt. Komm, du bist jetzt die 14-Jährige, willst die Pille haben, weil deine Eltern dürfen das nicht wissen. So. Nehme ich den Stuhl mit vor? Oh Gott. Oh mein Gott. Ja. Ey, die hat so viel Spaß, ich liebe die. Die ist so süß. Die ist so süß, Susanne. Erstmal führt man ein Gespräch 45 bis 90 Minuten lang, dass wir uns... Anderthalb Stunden. Weißt du, wie das abläuft? Ja. Welcher Arzt redet 45 bis 90 Minuten? Wenn eine 14-Jährige zum Frauenarzt geht, okay, und eine Vertrauensperson braucht, die sagt, ja, also, brauch was zum Verhüten, ich habe einen Freund oder ich habe voll die Akten oder so. Weißt du, was sagt, ja. Also, ich verschreibe jetzt die Pille. Ich will nicht die Pille. Doch, die Pille. Hier. Das holst du. Halt, stopp. Dann zahlst du auch nur 5 Euro und so und dann geht die. Ich schwöre, nicht mehr 10 Minuten. 10 ist zu viel. 90 Minuten lang? Ja, viele, viele jüngere Leute haben dann... Worüber redet ihr denn 90 Minuten lang? Jeder weiß schon, dass er es nicht ist, aber die wollen ein bisschen Comedy ja, jetzt. Also. Natürlich. Hi Christina, wie geht's dir? Alles gut? Ja. Oh Frankie, warum bitte nicht? Ein bisschen Seriosität. Sehr professionell sieht der Arzt aus. Hi Christina, wie geht's? Ah, lach einfach so. Bruder, ich weiß nicht. Allein, dass der lachen muss, der muss das. Du kannst dich hinsetzen, Christina. Hör auf. Ist das schon der Stuhl jetzt? Nein. Der sitzt! Leute, der sitzt einfach so. So, Leute, so. Nein! Stell dir vor, du gehst zur Frauenarzt. Du sitzt so. Ja! Übertrieben! Das ist noch nicht Beratungsgespräch erst mal. Was hast du heute so gemacht? Kennenlernphase über Snapchat, WDMS, was machst du so? Schick mal Nudes, fragt der gleich. Was hast du heute so gemacht, Digga? Kein Wunder, dass deine Gespräche 90 Minuten gehen, du Digga. Wenn er jede fragt, was die gemacht hat, der macht Kennenlernphase. Man denkt, er will sie klären. Er will sie klären, was hast du heute so gemacht? Du lachst von da, deswegen. Ja. Was hast du heute so gemacht? Erzähl mal. Ich habe mit meiner Mama gebruncht und dann habe ich mit Emily eine Folge Erkenne den geschaut und dann... Jetzt bin ich hier. Und ich habe richtig Angst. Warum hast du denn Angst? Ey, Leute, das geht nicht. Er sagt, warum hast denn du Angst? Auch noch mit so einer... Jetzt im Ernst, nichts gegen ihn, aber verführerische Stimme. Wenn ich zum Frauenarzt gehe, und er wäre jetzt mal der Frauenarzt oder so, ich wäre durchs Fenster. du wärst wiedergegangen in dem Fall. Wunder, ey. Wieder die Tür gesucht. Ah, können wir nicht einfach in den Praxistest oder so übergehen, wo ich nicht mehr reden muss? Der sagt ja, warte, ich hol mal mein großes Stethoskop raus. Okay, das Anfangsgespräch ist vorbei. Das Anfangsgespräch ist vorbei und jetzt, angenommen, ich sitze auf dem richtigen Stuhl. Wie heißt denn der? Der Stuhl.
Der Stuhl. So nennen wir den. Wie? Stuhl? Leute, das ist jetzt... Nee, ganz kurz. Das hier ist ein Stuhl. Das hier ist auch ein Stuhl. Aber wie nennt man den Stuhl? Das ist ein besonderer Stuhl. Man nennt ihn zwar den Stuhl untereinander so, aber der hat natürlich einen Begriff. Halt, es gibt natürlich verschiedene Modelle. Bro, ich glaube, der hat gar nichts damit zu tun. Der RTX 5000? Umgangssprache, wie sagt man denn zu dem Stuhl? Wir lassen das erstmal. Ist ja ein bisschen gemein, ist auch ein bisschen gemein. Aber der Bro ist sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Mach doch weiter. Ist er, aber ich würde mich so nicht untersuchen lassen. Oh nein. Wie du, der sucht gerade den Ausgang. Der sagt, hi, der muss euch raus. Das war schon lustig. Aber was hast du heute gemacht? Ich glaube, mit dem Job hast du nichts zu tun, Bro. Abortus, irgendwas. Ich glaube nicht mal, dass er studiert. Kannst du mir irgendwas dazu sagen? Abortus? Nein? Okay, das, ja, okay, Bruder ist raus. Also ich glaube, die anderen drei könnten das wissen und ich glaube auch vom Gesichtsausdruck wissen sie es. Deswegen warten wir mal kurz mal ab, bevor wir was dazu sagen. Aber es gibt verschiedene Formen davon und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir... Aber es ist jetzt auch gemein, dass wir ihn gleich so in die Mangel nehmen, ist auch traurig. Ja, das war schon ein bisschen... Naja, also... Ihr habt mich direkt rangenommen, ne? Aber Bro, wenn du Frauenarzt bist, dann ist da das doch... Da haben wir es extra gekommen. Guck mal, ich sag mal, wenn jetzt so eine 15-Jährige zum ersten Mal zu dir kommt, dann ist das genau dasselbe Ding, ne? Das ist ja genauso hart für die, dann machst du ja auch deine Arbeit. Ja, aber die Nervosität ist auch da. Ne? Viel härter finde ich diese Fragen hier, die Chris vorbereitet hat. Das ist hart. Das ist unfair, aber sowas... Ja, das stimmt, aber das ist also schon ein bisschen unheimlich. So, ja, hallo, was hast du denn gemacht heute? Ja, das ist schon so. Bitte nicht. Wollen wir ihn schon direkt rausvoten? Oder erst mal, lass ihn ein bisschen noch rein. Wir können mal ein bisschen mitreden lassen. Der Bruder ist sympathisch. Der Bro hatte keine Ahnung, der wusste nicht, der konnte sich nicht, der konnte nicht mal so Smalltalk faken, weißt du? Aber ich schmeiß ihn noch nicht raus. Ich würde ihn drin lassen, einfach weil es gerade witzig war. Okay. Lass ihn noch ein bisschen atmen. Ich würde jetzt ja auch noch mal sagen, zeig mir mal deine Hände, weil wir hatten neulich hier den Oberarzt und dann habe ich ganz spät gemerkt, dass der voll die Arbeiterhände hatte. Aber gut, du bist jetzt auch noch nicht so jung. Nicht Oberarzt? So alt. Wer? Dieser mit Organtransplantation. Aber dabei. Das war ja kein Arzt. Nee, aber so im Nachhinein hätte ich gedacht, das hätte man schon sehen können. Ja, der hatte so voll die Arbeiterhände. Also Arbeiterhände habe ich auf jeden Fall. Zeig mal deine Hände. Zeig mal deine Hände, komm her. Also schon lange. Der hat Baustellhände, Leute. Beton am Machen. Dass Frauenarzthände sind. Nee, Aramäer? Ja. Ach so. Ich war gestern erst bei der Maniküre. Aber ich glaube, Frauenärzte, also egal ob Mann oder Frau, die müssen ja richtig gepflegte Hände haben. Ja, ja, weil die halt den ganzen Tag, stell dir vor, das ist so alles abgeranzt oder so ausgewachsene Nägel, ja. Und die untersuchen deine Brust oder so. Ja, ja, aber meistens machen die ja mit Handschuhen wahrscheinlich, aber sonst, nee. Weißt du nicht, was Aramäer ist? Was ist das? Nee. Und zwar, wir stammen aus Mardin, aus Kamischlo, entspricht aus Nordsyrien und halt unten rechts aus der Türkei. Wie die Kurden, wir haben zwar kein Land, wir sind Orthodoxen, entspricht, wir sind Christen. Okay, krass. Ja. Ich glaube, der macht irgendwas. Aber was hat das jetzt mit deinen Händen zu tun? Wollte ich gerade sagen, hä? Ich wollte nur meine Hände, weil meinst du ja arbeiten. Also ich dachte jetzt gerade, das wäre eine besondere Fliege. Hä? Der Bruder hat heute irgendwie komplett den Arm. Der Bruder ist alles kein Kontext. Der ist extra mit Zug gekommen und so und jetzt, der dachte sich so, komm, ich erzähl noch, woher ich komme und so. Der grüßt gleich seinen Bruder in Knast, Free Esco. Weißt du, was ich meine? So. Die Geschichte oder so. Random, ganz random Sachen plötzlich. Das würde ich jetzt vom Frauenarzt auch erwarten, dass er gepflegte Hände hat. Ich glaube, der Bruder ist locker Kfz-Mechaniker, Elektroniker, oder? Wir müssen mal ein bisschen mehr auf die anderen noch eingehen. Ja, das ist gemein jetzt auch. Würde ich sagen. Also er ist auf jeden Fall der wackeligste von den Vieren. Der wackelt sehr. Wackelkontakt. Aber mich wundert, warum hier vorne rechts so viel weiß. Also ich habe sie überlegt, ich habe gedacht auch so, es könnte ja auch zum Beispiel eine Hebamme dabei sein. Ne? Die haben ja auch ganz viel Wissen so im gynäkologischen Bereich. Also die sind ja manchmal, glaube ich, fast noch spezialisierter als ein Arzt oder fast genauso spezialisiert. Könnte ja auch sein, dass da irgendwie eine ist Ärztin, eine Hebamme oder umgekehrt. So. Ja, Hebamme kann auch sein. Hebamme haben ja auch total das Wissen, weißt du. Ja, oder halt krass. So eine Fachangestellte. Ja. Weißt du, die ist die ganze Zeit beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin. Mhm. Ja, so die rechte Hand und so, die kennt auch alles. Ja, safe. Okay, du nickst gerade dabei, wenn das jetzt mit Hebamme in den Raum geworfen worden ist. Kannst du was Wissenswertes dazu sagen, was eine Hebamme darf und was nicht? Also eine Hebamme kann die Geburt begleiten. Die kann echt eine Hebamme sein, weil die ist so cool und locker ja, und so. Ja, die ist auch so, die hat so eine beruhigende Stimme. Ja, das passt. Ja, genau das passt. Die ist so, atme mal, süße ja, ja. Oder dass sie, atme mal an. Oder das, guck mal, wenn die sagt, push, push. Ich will pushen. Ich würde gehen.
sagen wir mal, die Frau kommt jetzt in den Kreißsaal, wird jetzt eingeleitet oder dementsprechend Fruchtblase geplatzt. Es gibt ja verschiedene Unterschiede, warum du in den Kreißsaal kommst. Eine Hebamme. Mein Gott, stimmt, die hat Nägel. Die dürfte doch gar keine Nägel haben. Die redet nicht wie eine Ärztin. Die sagt so, es gibt verschiedene Gründe, warum du in den Kreißsaal kommst. Ja, warum genau. du in den Kreißsaal kommst. Nur wir reden so. Ohne Artikel. Ja. Und sie hat doch auch Nägel. Und ich weiß, dass Ärzte keine Nägel haben dürfen. Niemals. Nicht mal diese Angestellten, so Fachangestellten. Auch nicht lackiert und sowas. Genau, und nicht mal lackiert, weil die müssten das immer sauber haben und so. Es muss immer so clean sein. Die dürfen das gar nicht. Ja. Darf gewisse Dinge tun, die ein Arzt jetzt nicht darf. Also sie darf zum Beispiel irgendwie Wehentropf geben, dass die Geburt schneller, also dass es schneller läuft mit der Geburt, sage ich immer so. Sie darf, also sie führt im Prinzip die Geburt durch. Es muss aber immer ein Arzt dabei sein bei der Geburt, wenn das Kind auf die Welt kommt. Final, also so, das Kind wird geboren jetzt. Final. Presswehen kommen, es geht los, das Kind ist da, dann muss auf jeden Fall ein Arzt, es sei denn, du kriegst auch eine PDA, es gibt halt Frauen, die brauchen eine PDA, weil die zusätzliche Schmerzen haben. Dann muss auch ein Anästhesist kommen, dann kommt ja hier hinten diese PDA rein, dass unten alles ein bisschen betäubter ist, dass die Geburt einfacher ist. Also da muss dann auch der Arzt dabei sein. Ich hab so entspannt, einfach mal so Spritz in den Rücken. Na, gar kein Bock. Gar kein Bock. Anästhesist und die Hebamme. Der Arzt sollte ja dabei sein. Darf der Arzt es auch alleine die Geburt begleiten? Nein. In welchem Fall doch? Also es kommt drauf an. Es gibt verschiedene Fälle von Geburten. In welchem Fall dürfte denn Arzt alleine eine Geburt machen? Das sollte immer eine Hebamme, weil es funktioniert gar nicht. Das Kind kommt ja auf die Welt. Dann wird das, wenn das Kind da ist, muss ja eine Nabelschnur durchgeschnitten werden. Ich weiß auch keine Lösung. Ich wollte einfach nur ein bisschen Knick nachfragen. Ich glaub, aber wie ist denn das? Was, eine Hebamme muss immer dabei sein. Ja, sie meinte gerade, die Hebamme führt die Geburt sozusagen durch und der Arzt ist dort, um, wenn das Kind rauskommt, sich darum zu kümmern. Wir hatten mal über dieses Thema gesprochen und so viele hatten mir auf Instagram geschrieben, dass sie schon Kinder bekommen haben und die hatten alle keine Hebamme. Die haben gesagt, nee, wir haben keine gefunden, weil Mangel in der Stadt an Hebammen und sowas. Ich wollte gerade sagen, es ist unwahrscheinlich, dass bei jeder Geburt ein Hebamme dabei sein kann, oder? Ja. Aber Hebammen sind schon wichtig, Leute. Hebammen sind schon sehr wichtig. Die begleiten dich gut. Ja. Könnte das, da braucht doch keine Hebamme dabei sein, oder? Dann ist ja sowieso eine OP, dann ist ja sowieso eine richtige OP. Dann wirst du ja entweder über PDA betäubt oder du kriegst halt diese Vollnarkose auf. Und bei der Hausgeburt ist doch dann nur die Hebamme dabei und kein Arzt, oder? Das kommt drauf an. Das wollte ich gerade sagen. Bei einer Hausgeburt zum Beispiel, da sind ja Hebammen da, aber Ärzte nicht. Aber das ist natürlich gefährlich, weil wenn es zu Komplikationen kommt oder irgendwas, dann weiß ich, ob die Hebamme so großartig helfen kann. Oder stell dir mal vor, das Kind kommt auf die Welt und irgendwas stimmt nicht. Ja. Dann sollte man auf jeden Fall einen Arzt da haben, weißt du? Aber Hausgeburten haben auch so viele Vorteile. Mhm. Zum Beispiel wusstest du, dass die Plazenta, da ist ja noch so Blut drin und so, man soll die ausbluten lassen. Ich weiß. Bedeutet, man darf die Nabelschnur, eigentlich sollte man, Leute, die Nabelschnur eines Kindes nicht direkt nach der Geburt so durchschneiden. Das habe ich auch gesehen. Ja, das ist richtig krass. Weil das durch TikTok lerne ich so viel. Genau, weil Leute, da läuft ja alles rüber über die Nabelschnur ins Kind. Und wenn das Kind auf die Welt kommt, dann ist da immer noch am Laufen. Das heißt, wenn man es abtrennt und abschneidet, dann behindert man so die letzten Nährwerte, die das Kind braucht. Genau. Wenn man es ausbluten lässt, diese Plazenta, bis sie halt weiß ist, da ist kein Blut mehr drin, alles ist im Baby, dann hat das Baby ein richtig gestärktes Immunsystem. Ja. Aber die im Krankenhaus wollen das wahrscheinlich verhindern, direkt durchschneiden und so. Pharmazie macht Money. Ja, let's go. Ja, und die sagen, das nennt man auspulsieren. Auspulsieren, nicht ausbluten. Auspulsieren. Ja, das sind die Fachbegriffe, I'm sorry. Ja, genau sowas. Also wird ja manchmal ein Rettungswagen gerufen und je nachdem, wer verfügbar ist, kommt ja dann. Also es gab schon Fälle, wo wirklich Kinder, weil es halt einfach nach dem vierten, fünften Kind geht es halt relativ schnell. Dann kann das Kind auch irgendwo, ja, es geht halt sehr fix, ne? Also du hast dann halt wirklich diese Presswehen, die du manchmal auch gar nicht merkst als Frau. Und das Kind kommt dann einfach und dann ist es manchmal sogar zu spät. Also wir hatten sogar mal einen Fall, wo telefonisch der Rettungswagen durchgehen musste, was der Mann machen muss. Ich glaube, die ist Ärztin, aber kein Frauenarzt. Der hat viel mit Kindern zu tun wahrscheinlich. Ja, ich habe immer noch mein Guess, ne? Ja gut, bin ich dabei, aber trotzdem. Ich bin verwundert, dass sie so viel weiß. Also eine Frage, eine Sache zu meinen Fingernägeln. Normalerweise, wir müssen halt kurze Fingernägel haben, aber ich habe jetzt 2 Wochen Betriebsurlaub und daher habe ich mir meine Fingernägel gemacht, weil die müssen halt beim Frauenarzt natürlich kurz gepflegt sein. Okay, kann auch eine Ausrede sein. Weil wer macht sich für 2 Wochen extra Nägel? Sind ja auch teuer, weißt du, was ich meine? Glaub mir, die im medizinischen Bereich arbeiten, wenn die 2 Tage krank machen oder so, die lackieren direkt drüber. Ja, okay, lackieren, aber das sind ja richtig. Also die machen direkt die Nägel. Ja, okay. Okay, kann ich verstehen. Weil man muss darauf auch auf die Hände achten. So im Prinzip sind meine Hände, aber jetzt hatte ich einfach mal Lust darauf, das zu machen, weil wir haben jetzt 2 Wochen geschlossen, daher. Aber ich mach's wieder ab. Auch das gerade ein bisschen komisch, weil keiner hat nachgefragt. Und ja, naja, vielleicht, weil wir vorhin das Händethema hatten bei ihm. Ja, siehste. Sag mal, es gibt doch jetzt diese Impfung eben wegen Gebärmutterhalskrebs. Halskrebs. Wie heißt die Impfung eigentlich?
Da bin ich jetzt raus. Aber da fängst du relativ früh an, weil es wird schon bei Mädchen gemacht, diese Impfung. Ich komme jetzt echt vor Aufregung nicht auf den Namen. Ich hatte selber auch gebärt. Was? Die Impfung macht man mit 14? Das ist 11? 14? Ja, warte, 14. Das ist so einer der Basis-Sachen einer Frauenärztin. Ja. Wie heißt diese Impfung? Irgendwas mit HP. Gebärmutterhalskrebs auf jeden Fall. HPMV oder was weiß ich. HPV. Ja. Guck, ich wusste das sogar. Das muss sie so locker wissen. Ach, man weiß doch, dass sie nicht die Ärztin ist. Aber sie hat auf jeden Fall gut Ahnung. Ich meine, sie hat ja auch Kinder. Sie hat bestimmt auch ein bisschen Erfahrung. Bisschen viel Erfahrung. Ja. Halskrebs gehabt, das wurde bei mir quasi gelasert und man sollte früh damit anfangen. Also wenn ich als Mutter sowas habe, dann kann es auch sein, dass meine Tochter, die 5 Jahre alt ist, das bekommt. Und warum sollen dann auch die Jungs geimpft werden? Ja, durch Geschlechtsverkehr können ja verschiedene Krankheiten, Chlamydien und was ist nicht, also es gibt ja mehrere Geschlechtskrankheiten und die Frau kann das ja auf den Mann übertragen und der Mann kann dadurch ja auch impotent werden. Das heißt, er kann keine Kinder dadurch bekommen, wenn er Chlamydien hat. Wie Impfung? Also sagen wir mal, du hast ungeschützten Sex mit jemandem. Du hast mit einer Frau ungeschützten Sex, die Chlamydien in sich trägt. Dann kann diese Frau diese Chlamydien an dich übertragen. Wenn du davon nichts weißt und dein Mann merkt davon gar nichts, dann wirst du impotent, eventuell. Was ist denn die tödlichste Geschlechtskrankheit? Oder das ist keine Ärzte, Leute. Die schlimmste? Also im Prinzip ist es ja AIDS, sag ich mal. Da gibt es aber jetzt auch Mittel und Wege, wo jetzt auch geforscht wird und so weiter. Was würdest du sagen, berufstechnisch, was so das die häufigste Geschlechtskrankheit ist, die vorkommt? Chlamydien, Pilze, Blasenentzündung. Ja, das ist das häufigste, was ich habe. Also im Prinzip ist es wirklich so. Das ist dasselbe Gefühl wie bei dir. Zum Glück hatte ich auch nie eine Blasenentzündung, weil ich hatte eine Freundin, die hatte richtig oft Blasenentzündungen, aber nicht wegen Geschlechtsverkehr oder so. Keine Ahnung, die war einfach so anfällig dafür und die musste jede 2 Minuten auf die Toilette. Ja, das ist sau schlimm. Ich hatte es auch noch nie, aber ich weiß, mein Mom hat immer damals gesagt, immer als Kind, wenn du dich immer so auf den Stein gesetzt hast, der so kalt war, hat sie gesagt, ihr kriegt davon Blasenentzündung, setzt euch dich einfach drauf, macht ein Kissen oder so. Glück, gell? Ja, Mann, nie gehabt. Und jetzt morgen. Ja, ich hab Blasenentzündung. Leute, wie soll ich dann streamen von Toilette aus oder was? Ich muss die ganze Zeit aufstehen. Sie das weiß, aber vielleicht kommt sie aus dem Feld raus. Ich find's nur interessant, dass mein Bauchgefühl allein nur, wenn ich mit einem Side-Eye auf unsere Kandidatin von links schaue, allein aus der Mimik und Gestik so, wie sie auf Fragen reagiert, wenn jemand anders sie beantwortet. So. Ich weiß nicht, diese Aura macht es so, dass sie es weiß. Aber also ist ja immer das Schlimme an Juristen, ne? Also die glauben ja immer, sie wissen alles. Und die sind ja auch immer schlauer als alle zusammen. Die sind ja noch schlauer als der Arzt. Aber ich habe gedacht, so meine Frage, ich glaube, wenn ich das so laienhaft erinnere, dann ist diese Impfung ist ja gegen Gebärmutterhalskrebs und nicht gegen irgendwie was anderes. Klar, Chlamydien oder wie das alles heißt. Gebärmutterhalskrebs kann man ja auch bekommen durch den HPH-Wert. Es gibt verschiedene Werte, die man, wenn man sich auf Papp untersuchen lässt. Also Frauen müssen ja eigentlich regelmäßig 2x im Jahr zur Kontrolle auf Pappabstriche sich untersuchen lassen. Und wenn der Pappabstrich auffällig ist, so, es gibt Papp 1, Papp 2, Papp 3. Genau, und warum heißt das Papp? Das heißt dieses Spezialwort dafür? Was du in ihr trägst, ist 1 ist nicht so schlimm. Wenn aber jemand schon 3 hat, kann es sein, dass er entweder so ein Gel bekommt oder es muss halt operiert werden, weggeschnitten, gelasert oder sonstiges. Und du meintest vorhin, als Mann kann man sich auch dagegen impfen? Ja, also ein, ich hatte... Nein, so, also, ich sollte mich da auch geben. Eine Frau gehabt, die einen Mann hatte, also, ja, sie war schwanger und hat dann Geschlechtsverkehr gehabt, das war so ein One-Night-Stand, sag ich mal, und ja, man sollte immer aufpassen, immer Kondom, also, das ist, wo ich auch aufkläre. Ich glaube, deswegen hat er nicht so reagiert. Sie sagt, die Frau war schwanger und hat mit jemand anderem einen One-Night-Stand gehabt. Der reagiert so, und die sagt, ja, auf jeden Fall Kondom benutzen. Ach du Scheiße. Ich glaube, es geht hier nicht um die Verhütung. Mal Gummi benutzen. Wichtig und richtig. Ja, aber wirklich auch wirklich immer. Aber wirklich immer. Ne? Wenn du das manchmal nicht benutzt, generell, dann kann es wirklich sein, dass du impotent wirst, weil es war so halt der Fall. Aber ich glaube, in dieser Sache, also ich reite jetzt auf dieser komischen Impfung rum, aber ich meine, es ist nämlich so, dass die Jungs also sich impfen lassen sollen, weil sie sonst halt Überträger sein können. Ja, also genau. Mädchen infizieren, aber nicht, weil sie dann selber impotent werden. Aber wir können ja nochmal die anderen... Das würde mich jetzt auch interessieren. Was sagt denn unsere Frauenärztin dazu? Ja. Also die Impfung ist tatsächlich für beide Geschlechter. Mädchen werden mit 9 schon angefangen, also sie dürfen auch mit 9 schon die erste Impfdosis bekommen. Bis 15 brauchen sie auch nur 2 Dosen. Ab 15 bis 18 wird die Krankenkasse noch das bezahlen, aber dann sind schon 3 dabei.
Das ist tatsächlich gegen HPV-Virus, das ist Humanes Papillomavirus. Und die Jungs sind tatsächlich Überträger. Aber es gibt auch... Digga, die weiß. Habt ihr gerade, die hat das Wort genannt, Bruder. Ich hätte es nicht mal nachsprechen können. Wieso haben wir diese Impfung bekommen? Warum? Wenn das durch Jungs übertragen wird. Nee, das kann unter anderem. Ach so. Aber das ist ja für den Gebärmutterhalskrebs, damit du da keinen Krebs beziehungsweise bekommen könntest, weißt du? Ja, ja, weil das war ja damals so ein Muss so. Ja, ja. Wir haben, mit wie vielen, auch gut. Wie vielen Jahren haben wir das bekommen? Ich glaube, ich habe es mit 14 bekommen. Ja, oder? Ich glaube auch so mit 13 oder so. Ja, irgendwie sowas. Aber manche hier im Chat schon mit 10. Bei Männern, boah, echt? Die auch zu Krebs führen, wie zum Beispiel Kehlkopfkarzinom. Also das ist auch dadurch verursacht. Es wird bei Erwachsenen, wie gesagt, nicht mehr bezahlt durch die Krankenkasse, aber wenn man möchte, lässt man sich dann impfen. Mhm. Bei einer Frau, man weiß ja nie, ne, wo die immer hingehen. Also die sagen bei Männern auch nicht. Also, ja. Aber trotzdem, Gummi, ne? Immer, ne? Aber selbst mit Frau? Also, aber was kann Frankie denn jetzt zum Beispiel machen, wenn er trotzdem aufs Kondom verzichten möchte? Nein, ich mache eh mit. Das ist wichtig. Wenn man nicht fest miteinander zusammen ist, also ich meine, mein Vertrauen muss irgendwie auch da sein, aber wenn sie zusammen sind, die beiden, dann und eine andere Verhütungsmethode verwenden, ist überhaupt kein Problem, kein Kondom zu verwenden. Aber wenn man jetzt nicht fest miteinander zusammen ist oder tatsächlich mehrere Partner hat, es gibt ja verschiedene Beziehungen oder keine Beziehungen, dann bitte immer Kondom tatsächlich. Immer wichtig. Auch selbst, wenn die Form... Es gibt auch Kondome, die ich trotzdem Geschlechtskrankheiten übertragen. Also es ist nicht jedes Kondom gut. Ja? Welches also, ist gut? Welche, bitte Latex-frei. Wenn Sie jetzt einen empfehlen wollen, ne? Kennst du, die lachen so, aber sie antwortet ernst, weil ich glaube, vor allem Frauenarzt, Geschlechtskrankheiten, bla bla bla, da Leute machen so, oh mein Gott und so, weißt du, aber für sie, das ist so Real Talk, weißt du, damit verdient sie ihr Buch. Der sagt, welches gut, welches, und die sagt auch so. Das sagt was, wirklich, weißt welches. Ja, natürlich, beste ja. Frau. Erdbeergeschmack, wenn man sagt, ein gutes Kondom, da steht ja immer diese sicher, diese Striche, das ist gut. Welche können Keine Sie empfehlen? Ahnung. Love Sex aber Durex? Aber latexfrei. Nicht ein Love Sex Durex. Von Durex sind latexfrei, soweit ich weiß. Ja, aber ist echt interessant. Ich hab gar keinen Bock. Das ist sehr, sehr interessant. Eigentlich war ich sehr gut im Unterricht Sexualkunde. Ich war gut. Ja. Ich habe auch ein bisschen aufgepasst wie eine Eins. Also, deswegen. Aber auch mal was Neues. Das mit Impfung ist neu. Ja, siehst du? Ich wusste das nicht. Hä? Ja, man erfährt viel. Aber kann man als Mann gar nicht erfahren, wenn man jetzt nicht sich testen lassen würde? Nein, man hat so Angst, Bruder. Nein, wo hältst du dich ab, gell? Wo war Nein gestern Nacht? Sind wir ehrlich, Bruder? Der steht so viel am Rang. Und der sagt ganz ehrlich, aber nochmal zurück zum Mann. So. Chlamydien hat? Als Frau kann man das spüren, wenn man Chlamydien hat. Dann hat man so leichte Unterleibsschmerzen, wenn die Tage kommen. Aber als Mann merkst du nichts. Was sagst du dazu? Beim Mann, vor allem bei Chlamydien, da gibt es tatsächlich immer ein ganz klassisches Symptom. Und zwar ist das direkt nach dem Aufstehen, dass man eben so ein bisschen Eiter hat. Ja, das dann, ist ja, das nicht bei Tripper? Das ist so dieser Golden Drop. Ist das nicht bei Tripper? Mit Eiter und sowas? Naja, ich meine im Endeffekt alles, was bakteriell sich infiziert, wird irgendwann Eiter produzieren. Weil Eiter ist ja im Endeffekt nur, dass wenn die Immunzellen eben die Bakterien fressen und dann im Prinzip absterben. Das ist das, was das... Okay, weil ich hab exakt nämlich zwei Kollegen. Der eine hat... Die Kollegen! Das sind immer die Kollegen bei den Jungs. Der eine Freund da, gell? Der eine. Der hat das mit Eiter raus. Also hat sich... Und der andere Kollege hatte nämlich Chlamydien, aber der hat es erfahren, weil er Schmerzen hatte beim Wasserlassen. Ja, aber im Endeffekt Schmerzen beim Wasserlassen und eben diese charakteristische, das halt tatsächlich am Morgen, das ist so das, was dann auf Chlamydien zurückschließen. Okay, aber das wäre ja ein Widerspruch zu ihr jetzt, weil du meintest ja, man spürt es gar nicht, man kann es gar nicht erfahren. Also es kommt drauf an, welchen Stadium du es hast, ne? Also wie früh, und wenn man das behandelt dann mit Tabletten, dann ist es auch schnell weg. Also man kriegt dann halt Tabletten dafür, Antibiotikum dafür. Was sagst du denn dazu? Ich schreibe auf. Wir brauchen die Antwort. Bro, du hättest jetzt wenigstens das nachsprechen können, was sie gesagt hat. Der wusste, dass er rauszusingen hat, er gar nicht mehr zugehört. Der so, ich weiß, es probiert und ja, das war auch witzig. Ja, du hast ein bisschen Stimmung gemacht. So. Das ist kompliziert. Worin kennst du dich denn gut aus? Mit dem Blinddarm. Mit dem Blinddarm? Also natürlich medizinisch, sonst nicht, dass du jetzt irgendwie Brezeln oder irgendwie so sagst. Und zwar zum Beispiel hat jeder Mensch einen Blinddarm. Unser Arzt! Unser Arzt! Professor, Doktor, Med,
der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Digga, das ist wie in der Schule, kennst du, wenn du eine Präsentation in der Schule halten musst über Blinddarm und du fängst so an, ja, willkommen zu meiner Präsentation. Ja, wenn du in die Länge ziehen musst. Wir alle haben einen Blinddarm. Ja. Ihr kennt es alle. Ja. Wir alle haben einen Blinddarm. Für alle, die nicht wissen, wo der Blinddarm ist, hier ist der Blinddarm. Und wenn ihr wirklich nicht wisst, wie der Blinddarm aussieht, ich habe ein Bild ausgedruckt. Ich lasse mal rumgehen, das Bild. Jeder darf sich halt so aus, langsam. Jeder darf sich das mal anschauen, den Blinddarm. Wenn ich wüsste, wie man Blinddarm schreibt, ich schreibe es kurz an die Tafel. Wir müssen jetzt, auch wenn es sehr, sehr hart ist und uns auch sehr schwer fällt, aber einen müssen wir jetzt von den Vieren schon mal rausbotten. Das wird schwer. Das wird schwer. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist der, ja. Hast du sehr gut gemacht. Bist sehr sympathisch, aber du musst einmal raus. Okay, da waren es nur noch drei. Als nächstes rausboten oder wackelig finde ich unseren Medizinstudenten. Eigentlich sollte. Ich finde ihn auch gut. Nee, ich will eine Beratung mit ihm. Stimmt, können wir vielleicht dieses Szenario wie. Ja, genau. Können wir das mal machen, aber mit Frankie? Wenn du Dame bist. Also ich bin eine Dame, ne? Ja, eine 14. Franziska. Ich bin der Leon. Ich würde Sie heute einmal untersuchen wollen. Wo hakt es denn genau? Ich setze mich erst mal ein, ne? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich könnte nicht gut schlafen. Nicht gut schlafen? Nein. Warum? Bauchschmerzen. Bauchschmerzen? Ja, Bauchschmerzen. Unterleib. Blut. Manchmal aus dem Nix. Ah, okay. Was machen wir jetzt? Sind Sie gerade auf Ihrer Periode? Haben Sie gerade Ihre Periode? Ich sollte sie eigentlich letzte Woche kriegen, aber ist nicht da. Ist nicht da, aber Sie bluten trotzdem? Ja. Dann hast du deine Tage. Also der macht Pause. Einmal so, mal so. Ja, okay. Ja gut, alles klar. Wo tut es Ihnen denn genau weh? Und dann würde ich im Prinzip einmal den Bauch abtasten. Ne? Nee, hinlegen, stehen. Nee. Und dann taste ich hier einmal den Bauch ab. Warte. Oh, das tut mir leid. Tut weh, langsam. Genau da, ne? Da? Ja. Oh, okay, das wie machen wir das jetzt? An sich nicht nach gynäkologisch, aber ja, wir können uns das auf jeden Fall trotzdem mal angucken, wenn Sie sich einmal untenrum freimachen würden und sich einmal zurücklehnen würden. Oh, freimachen! Ja, das ist geknallt, ne? Nein, aber gut, sehr stark, aber war gut. Hey, das war wirklich, das kam jetzt überzeugend drüber. Ja, das war sehr höflich. Kurz nett. Fragen, was sind die Beschwerden, kurz abtasten und dann und auch halt dieses, das klingt nicht nach Gynäkologie, es klingt nicht danach, aber wir tasten, aber wir schauen mal trotzdem, wir schauen mal. Der kann ja trotzdem so einen Ultraschall machen. Genau, mach mal trotzdem nackig und wir schauen mal rein. Ne? Spricht dich jetzt jemand im Krankenhaus an, der dich nicht kennt, irgendein Personal oder so, weil du hast gerade gesagt, hi, ich bin der Leon. Aber du stellst dich ja eigentlich anders vor. Na klar, ich würde mich als Herr Rehse vorstellen. Ich habe halt keinen Doktortitel, ne? Den brauche ich auch nicht, um als Assistenzarzt zu arbeiten. Und mittlerweile braucht man den ja auch nicht mal mehr, wenn man, also es gibt ja auch sehr viele Oberärzte, die mittlerweile keine Doktoren mehr sind oder den Doktortitel haben. Und deswegen würde ich mich einfach mit meinem Nachnamen vorstellen. Darf man fragen, was du als Frauenarzt so verdienst? Es kommt natürlich immer drauf an, tatsächlich, ich würde sagen, so im Durchschnitt würde ich so 4, 5 ungefähr verdienen. Es kommt aber auch immer ganz drauf an, wie meine Schichten sind. Also ich bin heute auch tatsächlich ein bisschen verklatscht, weil ich jetzt eben gerade aus der Nachtschicht komme. Habe jetzt die letzte Woche im Prinzip komplett Nacht gemacht und wenn dann eben Feiertage und sowas dazu kommen, dann verändert sich das halt leicht. Ja. Die letzte Patientin, die ich hatte, ich bin ja auf einer Station. Na, und dann, oder das ist das Letzte, was du halt gemacht hast für jemanden? Also das war eine Patientin, die übermäßig stark geblutet hat. Na, also hatte durchgängig im Prinzip Blut. Und das hat sich über 3 Monate hat sich das gezogen und ist zur Abklärung da gewesen. Na, wurde dann im Prinzip vom, vom Gynäkologen außer Haus, wurde dann überwiesen ins Krankenhaus, kam dann bei uns in die Notaufnahme. Aber hat sie eine Lösung bekommen von dir? Ja, nee, also das Ding ist, es gibt halt Überweisungen von eben den niedergelassenen Gynäkologen ins Krankenhaus, wenn es eben spezielle Sachen sind, die eben ein niedergelassener Gynäkologe nicht unbedingt alleine klären kann. Ne? Vor allem, wenn es jetzt um größere OPs geht. Aber der spricht eigentlich auch voll gut, ne? Der ist eigentlich auch ganz gut. Der ist eigentlich auch gut. Also ich würde die links, die blonde Frau und ihn ins Finale schicken. Weißt du, was die machen können? Die können mal zeigen, wie bei der Frau die Brust abgetastet wird, weißt du, nach Schwellungen oder Knorpel. Genau, oder so. Genau, wie bei Tomatolix. Da musste er doch auch selbst so. Da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, sowas könnten die mal machen.
So ein bisschen was Praktisches. Wenn es gut geht, dann sagt man eigentlich direkt, okay, gut, das muss man mehr abklären und im Krankenhaus hat man auch viel mehr Möglichkeiten. Und warum kommt sie dann aber über die Notaufnahme und nicht über die reguläre Aufnahme? Naja, im Endeffekt, gut, ich meine, so wie es ist, ne, bis man einen Termin bekommt, ist es teilweise, dauert das schon echt, echt lange. Ne? Kann man natürlich auch so machen, aber für viele Patienten ist es eben so, die Beschwerden sind dann in dem Zeitpunkt eben oder zu dem Zeitpunkt eben so, so schlimm, dass sie eben sich dann notfallmäßig vorstellen. Der Mann macht das aber gut. Der also, macht das gut. Also ich, stimme euch zu, ich finde ihn jetzt sogar besser als, als rechts, muss ich sagen. Wenn wir bei Blut sind, zum Beispiel, wenn du eine Fehlgeburt hast, ne? Was ist denn typisch zum Beispiel beim Blut, wenn eine Fehlgeburt ein Merkmal... Genau, was passiert? Was darauf schließen könnte oder was danach passiert oder so. Also du meinst jetzt, wenn du immer in der Schwangerschaft... Du hast eine Fehlgeburt? Wie sage ich das? Was an dem Blut könnte denn darauf hindeuten oder was weist denn darauf hin? Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Weiße Blutkörperchen? Sagen wir mal optisch. Sieht das anders aus? Ich dachte immer, wenn man sehr früh also noch schwanger ist... Und man dann blutet, dass es immer ein Abbruch ist. Und dann später, wenn du jetzt so einen Bauch schon hast und so, dann ist es kein Abbruch, weil das Kind ist schon gewachsen. Ich glaube, das ist auch so. Ich glaube, wenn du schwanger bist, auch relativ so am Anfang und du dann blutest, dann ist es wie eine Fehlgeburt. Ich glaube, dann auch mit der Zeit, wenn da schon etwas entstanden ist, das wird dann so vom Körper ausgespürt, sage ich jetzt. Aber noch so ganz, ganz, ganz am Anfang, oder? Ja, aber naja, ich weiß nicht. Und ich glaube, dann geht man zum Arzt und er macht dann einen Ultraschall und schaut, ob du halt noch schwanger bist, also ob er da was sehen kann oder genau. So. Boah, das ist auch immer, also ich habe schon Fälle gesehen, wo es eben blutrot war, ne? Aber im Endeffekt würde ich sagen, dass das ein bisschen dunkler ist. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt live nicht so häufig gesehen. Ja. Wie heißt denn dieser Wert? Es gibt doch immer so einen bestimmten Wert, wo man sehen kann, wenn man zum Beispiel, wenn man noch schwanger ist und dann wird dieser Wert wird geringer und dann weiß man schon oder dann kann der Arzt schon sagen, das könnte sein, dass das abgeht halt. Das ist das Beta-HCG. Ja, stimmt. Könntest du das mit dem Blut mal kurz sagen? Ich finde, mein Kollege hat das ziemlich gut erklärt. Das ist tatsächlich Beta-HCG-Wert, also mit dem Blut. Blut ist immer rot, also wenn die Patientin blutet. Man kann vielleicht, was du meintest, wenn Abort anfängt, das die Wörter, die du dann wissen wolltest, dann Abortus imminens, dann ist die Patientin noch schwanger. Also es gibt auch Herzaktionen, du kannst per Ultraschall das natürlich feststellen. Es gibt auch Medikamente, die du geben kannst, damit das nicht passiert. Also du kannst ja viel verhindern, auch medikamentös. Wenn das schon im Gange ist, kann man das auch natürlich im Ultraschall sehen oder die Frau verliert zu Hause oder im Krankenhaus dann natürlich Embryo und Fruchtsack und dann kann man das auch optisch, wenn das so, sag ich mal, 10., 12. Woche ist das schon etwas zum Anfassen. Und Blut ist immer rot und es ist stark. Interessant. Das denkst du, wir müssen jetzt auf jeden Alter. Fall schon mal jemanden rausworten. Würdet ihr sagen rechts? Ich würde sagen rechts. Dann lass sie noch mal sprechen vorher. Ja. Unterschied Fehlgeburt und Totgeburt. Eine Fehlgeburt ist ja quasi, du bist schwanger. Es kommt jetzt darauf an, in welcher Woche du schwanger bist. Das Kind geht einfach ab, egal wie. Also, und eine Totgeburt ist, du bist schwanger und du musst das Kind quasi zur Welt bringen, obwohl es tot ist. Warum muss man das? Also das habe ich mich immer gefragt, weil das ist ja wahrscheinlich emotional. Weil eine Fehlgeburt geht ja manchmal von alleine ab. Also oder man leitet es ein, weil das Kind irgendwie beeinträchtigt ist. Aber warum muss man eine Totgeburt austragen? Warum kann man nicht einfach sagen, okay, man macht es wie bei einem Kaiserschnitt, weil das Baby zu groß ist und man kann das nicht mehr, also das kann ja, eine Fehlgeburt ist ja kleinere, das ist nicht so groß und das Kind ist irgendwann zu groß und entweder ist es über eine OP oder die Frau muss wirklich das Kind gebären, wie ein normales. Das ist ultra schlimm. Das ist so schlimm. Das ist wirklich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss. Ja, wenn du weißt, das Baby ist tot, du musst halt trotzdem gebären, weißt du, das ist ultra schlimm. Was gesund zur Welt kommt. Kannst du es nochmal bitte deiner Kollegin geben, was man ja immer wieder hört, dass eine Frau quasi sozusagen die Totgeburt richtig austragen muss. Und es würde mich einfach interessieren, warum erspart man das der Frau nicht und sagt, wir schneiden einfach auf, holen das alles raus, weil es ist ja tot. Das wäre ja viel einfacher. Aber es ist gar nicht einfacher, weil ein Kaiserschnitt, das denken auch viele, ein Kaiserschnitt, Leute, ist nicht die einfachere Lösung. Ich weiß, viele sagen so, ja, normale Geburt ist viel anstrengender, Kaiserschnitt, das ist Pipifax, ne? Ist es gar nicht, weil beim Kaiserschnitt, du schneidest ja den Körper auf, weil dein Körper checkt es ja nicht. Das heißt, du musst da so viele Schichten aufschneiden, das ist wirklich so ein tiefer... So 13 Hautschichten müssen einmal durchgeschlagen. Schaut euch mal Videos an, die erklären, Fettschicht, Gewebe, Muskel, das wird so viel aufgeschnitten, ja? Und dann kommen die irgendwann mal ans Baby und bis die dort sind und es dann rausholen, dann musst du zwar nicht pressen oder so, ne?
Aber der Prozess danach, du wirst ja zugenäht, dann hast du, bist hier genäht. Und Leute, der Prozess danach, meine Mutter hat damals bei einem Kind von uns, als sie uns gebärt hat, hatte sie eine Frau mit sich im Zimmer. Die haben sich das Zimmer geteilt und die hatte einen Kaiserschnitt und sie hat gesagt, die Leute, sie konnte sich nicht bewegen. Immer als sie das Baby haben wollte, weil das Baby zum Beispiel geweint hat, musste meine Mutter aufstehen, das Baby holen und ihr bringen, weil sie wieso? Tagelang. Eine natürliche Geburt halt, wenn alles unkompliziert verlaufen ist und so, ne? Schneller und besser als halt so ein Kaiserschnitt. Weil Kaiserschnitt ist wie, wenn du ein Messer reinbekommen hast und so. Quasi sauberer, aber trotzdem einmal rein. Ja, natürlich. Das ist gar nicht mal so das einfach. Leute denken immer, Kaiserschnitt ist einfacher. Nicht einfacher. Also erstens ist eine Totgeburt tatsächlich auf Gramm genau über 500 Gramm. Und zweitens bei einer spontanen, normalen Geburt, also das wird nicht jetzt ausgetragen, das wird eingeleitet. Also die Geburt wird ja medikamentös eingeleitet. Das heißt, die Patientin gebärt das Kind, weil das für den Körper einfach viel schonender ist. Also Kaiserschnitt, ja, das ist schon ein Eingriff. Es ist auch mit vielen Komplikationen verbunden. Ja, seht ihr? Da muss man noch auch natürlich berücksichtigen, wie lange das Baby noch schon gestorben ist. Das heißt, die Plazenta, alles kann entzündet sein. Das heißt, eine OP in einem entzündlichen Gebiet ist einfach nichts Gutes. Ah, okay. Weil ich habe halt immer so vom Kopf her gedacht, das ist ja viel schrecklicher, wenn du diese Anstrengung einer Geburt hast und weißt schon... Es ist wirklich nicht schön, es ist sehr tragisch. Ich hatte tatsächlich eine Patientin, die bei mir Totgeburt hatte und ein Jahr später kommt sie wieder, ich bin im Dienst und die ist wieder schwanger. Ich hatte mir tatsächlich Gedanken gemacht, ob die das gut mit mir verbinden kann, dieses Ereignis. Aber tatsächlich fand sie schön und letztendlich hatten sie ein gesundes Kind. Du hast ja gerade erwähnt, ab 500 Gramm. Das heißt also, wenn eine Frau jetzt ein Kind gebärt, was 380 Gramm wiegt, dann ist es keine Tod, sondern eine Fehlgeburt. Unter 24 Wochen. Also du musst auch Schwangerschaftswochen richtig haben. Also es gibt Regelung, bis vor 24 Wochen ist das eine Frühgeburt und ab 500 Gramm ist das eine Totgeburt. Die Familie muss das tatsächlich selber begraben. Also Bestattung übernimmt auch die Krankenkasse nicht. Wollen wir die rausroten? Recht? Sind wir uns einig? Ja. Rechts geht raus. Okay. Du hast es sehr gut gemacht, da ist auch irgendwas da, aber wir glauben nicht, dass du die Frauenärztin bist heute. Deswegen müsstest du bitte raus. Die ist auch ein bisschen pisst, glaube ich, gell? Die hat sich voll viel Mühe gegeben. Ja, aber die war gut so, aber nicht gut genug. Finale? Ja. Ich habe noch mal eine finale Frage. Du hast eine finale Frage? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Absolut. Es ist ein bisschen pikant. Also, das hat mich aber schon immer mal interessiert und das wollte ich immer schon mal fragen. Es gibt ja diesen Schauspieler Michael Douglas, weiß nicht, ob der den Älteren unter uns sagt, der vielleicht was. Und der soll irgendwie Kehlkopfkrebs gehabt haben und dann ging das irgendwie hier durch die ganze Presse, Boulevardpresse und so, dass das vom Oralverkehr, das passt ja gar nicht, gekommen sein soll. Kannst du mir das erklären, wie das zusammenhängt? Ja gut, ich meine, das Ding ist halt auch... Bruder, damit zerbricht sich Susanne einfach ihren Kopf. Susanne kann wegen dieser Frage nachts schlafen, weißt du wo? Das Blöde ist, nicht jede Frau geht halt wirklich regelmäßig zum Frauenarzt und holt sich da eben die CPAP-Abstriche. Und da kann das auf jeden Fall vorkommen, dass eben durch den Oralverkehr, vor allem durch eben, wenn du eben die Flüssigkeit hast, die du dann eben im Prinzip einatmest, ne? Weil das geht ja dann auf den Kehlkopf und dort setzt sich das eben fest. Und weil das eben ein Virus ist, setzt es sich da fest und ist im Prinzip so eine, also das Virus an sich ist nicht unbedingt direkt Krebs, aber das ist eben so eine Vorstufe. Also wenn man eben so einen Infekt hat, heißt es nicht unbedingt, dass man direkt Krebs bekommt, aber... Kann man das denn rechtzeitig behandeln lassen? Na, es gibt ja vorher schon Symptome, ne? Aber ich meine, vor allem, wenn es so um Kehlkopfkrebs ist, geht, das ist alles ein bisschen schwierig zu diagnostizieren, weil im Endeffekt kann man nicht wirklich viel mehr machen, als einmal reingucken und einen Abstrich machen. Na, und wenn es dafür eben keine Indikation gibt oder eben andere Sachen erstmal ausgeschlossen werden müssen, dann ist es in vielen Fällen, wenn du eben schon symptomatisch wirst, einfach zu spät. Ja, dann hat sich das schon festgesetzt und da muss man dann eben palliativ, nennt man das, behandeln. Also du scheidest im Prinzip... Leute, ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich meine, er ist gut, er erklärt das gut. Guck mal, er benutzt auch Fachbegriffe und so und er könnte ein Arzt sein. Aber egal, wie viel er redet, ich bin im Kopf schon mit, es ist die Links. Es ist ja hundertprozentig. Es ist aber auch bestimmt. Aber ich glaube, es liegt daran, weil er so jung aussieht. Man denkt sich so, das kann doch kein Arzt sein, ist doch ein Bub. Weißt du, Und die andere ist so älter und denkt, älter ist immer Arzt, weißt du? Arzt ja. Immer älter. Ja, ja, das auch zum einen. Aber die benutzt auch viele Fachbegriffe und sowas. Ja. Die festen es auch viel länger zusammen. Er redet so ein bisschen drumherum. Ja, das stimmt auch. Aber er ist safe, Student. Ja, safe. Aber weißt du, was das Ding ist? Er redet, glaube ich, auch zu lange
um ein Thema, weißt du? Anstatt er sagt, ja, das könnte sein, man kann das machen. Der Ärzte haben nicht so viel Zeit, die machen ja, so, ja, bla 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 bla. Ja, genau, genau. Und deswegen gibt er so Studenten-Vibe. Ja, der ist und auf dem Weg dahin. Ja, und sie, wenn jemand eine Frage stellt, sie beantwortet das, bam bam bam. Eben. Fertig. Ja. So. Ja. Richtig wie so ein Arzt halt, voll, weißt du? Ja. Erklärt aber kurz. Betroffene Gewebe weg. Was kann man da vorbeugend machen? Erstmal kann man sich die Impfung, das ist der erste Schritt, ne, dass man sich eben selber dagegen impft, dass man vor allem als Mann nicht zum Träger wird. Gut, wenn du die Impfung hast und dann eben das an so eine spezifische Stelle kommt, dann heißt es auch nicht unbedingt, dass das hundertprozentig beschützt. Ne? Also Prävention ist halt immer so das Beste, was man machen kann, wenn eben beide Sexualpartner regelmäßig sich testen lassen, beziehungsweise sich getestet haben, geimpft haben, was auch immer. Ist halt eigentlich alles, was man machen kann. So. Spannend, was sagst du dazu? Bin einverstanden. Vielleicht noch dazu sagen, gut, dass die Viren auch sehr oft von alleine wieder verschwinden. Deswegen, also es gibt ja sehr viele Papillomaviren und sehr viele verschwinden aus dem Körper zurück. Das heißt, deswegen machen wir in der Vorsorge diesen doppelten Abstrich. Also Pap-Abstrich ist noch was anderes. HPV-Abstrich ist eben dadurch oder dafür da, um die Viren zu identifizieren. Und das macht man erst ab 35. Oder die Zellen sind nicht so perfekt gesund. Das heißt, bei vielen jungen Frauen verschwindet Virus und ab 35 geht man davon aus, dass wir in der festen Beziehung sind alle und deswegen macht man tatsächlich nur diesen Abstrich alle 3 Jahre. Guck mal, du bist ja die Frauenärztin. Was würdest du denn sagen, warum weiß er denn so viel? Wie kann er denn so viel wissen? Ich denke, er kommt aus der Medizin. Aber Studium oder Ausbildung in dem Bereich? Oder? Er hat einen Begriff genannt, anstatt PAP, CPAP. Und CPAP ist eine Beatmung auf den Intensivstationen. Der hat aber hochgenommen. Die sagt, der hat ein Ding verwechselt und das ist Beatmung. Ja, guck mal, der lacht. Ja, der wird direkt lacht. Rot. Der sieht, weißt du warum? Als der vorhin meinte, ja, da kommen Leute in die Notaufnahme, meinten die doch so, was, Notaufnahme, bla bla bla. Ja. Dann hat er über die Notaufnahme gesprochen. Ich so, weil das dein Gebiet ist, ja, Notaufnahme. Voll. Der sieht aber auch aus wie jemand aus der Notaufnahme. Ja, voll, voll. Aber man kann auch viel wissen, wenn man in der Medizin arbeitet oder in der OP oder in der Aufnahme, Notaufnahme. Aber wir wissen ja, dass nur ein Arzt hier steht. Was sagst du denn dazu? Weil sie ist ja nicht die Frauenärztin. Genau, was ist sie denn? Ja, ich meine, im Endeffekt kann man sich im Krankenhaus, wenn man eben schon jahrelang dabei ist, sehr gut Wissen aneignen, ne? Da man eben auch die praktische Erfahrung dafür hat. Ne? Also ich meine, also würdest du sagen, sie arbeitet einfach nur im Krankenhaus oder wie? Ja, also schon im medizinischen Bereich, auf jeden Fall. Also, aber keine Ärztin. Würde ich nicht sagen. Die Frau ist von vorne bis hinten authentisch. Ja, deswegen, also ich glaube, wir sind uns sehr, sehr einig, oder? Ja, loggen wir ein. Okay. Completos. Das heißt, wir denken, dass du die Wahrheit sagst. Completo, und dann machen wir jetzt die Auflösung. Ja, easy, Leute. Also wenn es wirklich die ist, dann hat man es einfach vom Aussehen schon gesehen. Ja. Als sie reinkam, war ich so, zweite von links. Ich würde es sagen. Zweite von links. Der Bruder, witzigster Typ. Ja! Easy, zu einfach. Zu einfach. Ja. Es war so einfach, Leute. So easy, aber ich bin jetzt richtig gespannt, was die anderen so wirklich machen. Ja, voll. Deswegen lass mal bei ihr anfangen. Also warum ich so viel Wissen, also etwas Wissen darüber habe, ist, dass ich 4 Kinder habe. Ich habe 3 Jungs, 1 Mädchen, also 17, 11, 10 und 5. Ich arbeite mit Kindern zusammen wegen Tanz. Wir machen Tanzschulen. Wow. Ganz kurz, als sie den ersten Satz geredet hat und gar nicht auf Frauenärzte eingegangen ist, sondern auf Tanzschule und Brand, haben wir gesagt, am Ende wird sie sagen, Tanzschule, Brand. Ja, und wird sie ihre Brand und so vielleicht pushen. Aber wirklich, sie hat ihre Brand, glaube ich, sie hat erstens nicht den Eindruck gemacht und selbst als sie gesprochen hat und überzeugen konnte, gell, wurde es nur noch schlimmer. Ja, safe. Das ist, also, aber dafür, dass sie nur, ich sag jetzt mal, nur Mutter ist und nur die Erfahrung des Mutterseins, wirklich gut war das krank gut. Also sie hat ja gar keine medizinische Ausbildung oder so, sondern nur als Mutter. Voll gut. Ich kooperiere mit Berlinern, die jetzt in Braunschweig ein Einkaufszentrum finden, die Schlosserkaden. Da kommt jetzt die Tanzschule aus Berlin, weil ich mich mit Kindern beschäftige. Also ich mache quasi auch Vereine, dass ich mit Kindern Basketball spielen gehe, Fußball spielen gehe, etc. Pipapo, weil ich bin unterwegs und ich will die Kinder halt von diesen Tablets und den ganzen Social Media. Du hast nichts mit Medizin zu tun? Gar nichts. Unfassbar. Und hast du richtig, richtig. Dankeschön. Dafür war das richtig, richtig gut. Ey.
Aber das kommt durch die vier Kinder. Also, ne, wenn man vier Geburten und das durchlebt, dann ist es ja, halt so. Ja, aber du warst ja schon sehr tief in der Materie. Ja, es voll. Ist halt so. Und ich habe ja. halt Freunde, die Ärzte. Das war gar nicht mal so oberflächlich, was du aus deinen Geburten oder aus den Geburten deiner Freunde wissen kannst. Ja. Sondern das war schon, sie wusste so, also sie wusste die schon war wirklich gut. Die war echt gut. Man spricht halt darüber, ja, und was ich mache halt mit Arbeit. Die Frage war jetzt Hebamme oder Krankenschwester, aber gar nicht, dein gar Argument nicht. Ist Tanzen und mit Kindern arbeiten. Ich dachte also, sogar Ärztin. Es ist wirklich nur Tanzen und ich mache mein Modebrand jetzt schon seit 2 Jahren und jetzt geht es durch die Decke, jetzt auch ein bisschen in London, Amsterdam und ja, ich will nach Dubai. Aber das mit dem Alter stimmt. 15.12.84. Und jetzt droppe ich halt am 23.05. kommt mein Brand raus. Und was machst du so? Also ich habe ein abgeschlossenes Medizinstudium. Wie hat dein Bruder heute die Kamera gemacht? Super, perfekt. Ihr seid Bruder, ne? Ja. Also, wie gesagt, ich bin jetzt seit 2 Jahren mit dem Studium fertig. Es hakelt jetzt gerade noch so ein bisschen an der Approbation. Ich muss halt mein polnisches Studium in Deutschland anerkannt bekommen. Deswegen arbeite ich noch nicht als Arzt. Aber im Endeffekt, sobald die da ist, geht es für mich aber auch dann auch in die Klinik, aber nicht Richtung Gynäkologie. Ja, aber technically bist du ein Arzt. Crazy. Ja, also ja, offiziell. Ja, jetzt das hat man auch gemerkt. Der Bre hat auf jeden Fall Ahnung von dem, was er erzählt. Ja, aber dafür, dass er auch, gut. Dafür, dass er auch nicht in diesem Bereich war, auch gut eigentlich. Aber der hat so ein bisschen dieses gejudged, so ja, ich gehe da in eine bestimmte Richtung, aber nicht Gynäkologie. Also nicht das, was die macht. Im Ernst, was ist das? Weißt du, so überflüssig. Aber eigentlich bist du, ja, abgeschlossene Medizinstudium, cool. Aber also ich finde sogar die Spezialfragen, also über diese gynäkologischen Fragen hast du gut beantwortet. Also da ist halt nichts gehakt irgendwie so, ne? Warum hast du es in Polen gemacht? Wegen dem NC? Ey, die andere ist ja Frauenärztin und der andere Typ, der ist ich will noch wissen, was der eine Typ macht. Ah, okay. Ey, wenn er wirklich Baustelle arbeitet, dann reicht aus. B oder NC, ja. Also ich hätte ansonsten viel zu lange warten müssen, um in Deutschland einen Studienplatz zu bekommen. Und deswegen bin ich ins Ausland, dann habe ich da auf Englisch halt studiert. Ja, jetzt auf ihn bin ich auch. Also erstmal, ne, Bruder, stark, ich bin Elektriker. Maximal, maximal. Also wirklich, er sagt Elektroniker, ich bin richtig im Schock. Ich bin Yavuz, bin 23 Jahre alt, bin Türke. Mein Arbeitskollege, er heißt Jonathan, sein Vater ist Kieferorthopäde, sein Bruder ist Zahnarzt, der andere ist Er hat sich einfach die andere Familie geklaut. Also, ich will die Familie. Eigentlich alles frei erfunden, also alles um von ihm so. Auf Sponny irgendwas drauf geachtet. Und du bist die Echte. Wie fandest du denn die Leistung von den anderen? Gut, ich fand die gut. Klar, witzig von meiner Seite, gewisse Antworten zu hören, aber es ist normal. Es ist auch ein wirklich schwieriges Gebiet. Man kann sich solche Themen, was ihr dann gestellt habt, natürlich nicht wissen. Warum hast du die heute mitgebracht? Was war die Intention? Mein Sohn hat mich oder hat mir vorgeschlagen, er guckt euren Kanal und ja, ich habe mir gedacht, der ist da, ja, mit meiner Tochter zusammen. Genau, er hat gesagt, Mama, es ist was für dich und was machen wir alles für die Kinder, ne? Ah, süß. Ja, sau süß. Richtig süß. Okay, Leute, das war easy win, würde ich sagen. Liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns morgen ganz entspannt um 20 Uhr. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.